Die folgenden Kurzfilme sind gruselig, brutal und nicht für Kinder geeignet. Diese Kurzfilme sind 90% gruseliger als die Horrorfilme von Hollywood, obwohl sie ein kleineres Budget haben. Das hängt mit der dichten Atmosphäre und der Musik zusammen, welches die Kurzfilm-Creators erschaffen. Hier ist die Fortsetzung von den 10 gruseligsten Kurzfilmen. Viel Spaß! Nummer 10. The Guest. Regisseur war Brian Ryan. Der Film beginnt mit einer Frau, welche die Nachrichten anguckt. In den Nachrichten wird über einen Mann berichtet, welcher verantwortlich für Attacken und Morde war. Er entkam von der Polizei und tummelt sich im Gebiet rum, wo die Frau wohnt. Der Mann bricht in ihr Haus ein und erzählt ihr, dass er diese Taten nicht getan hat. Diese Frau glaubt dem Mann und hilft ihm. Die Dialoge sind fantastisch und man kann sich gut in die Charaktere hineinversetzen. Der Twist ist auch verdammt gut. Now get in. Nummer 9. Human Form. Gedreht von Du Young No. In dem Film geht es um eine Welt, wo jeder Mensch gleich aussieht und nach dem Ideal aussehen muss, um von der Gesellschaft angenommen zu werden. Unsere Protagonistin ist ein Mädchen, welche die Operation noch nicht vollzogen hat. Weil sie anders aussieht, wird sie von der Gesellschaft ausgeschlossen. Das sorgt dazu, dass sie die Operation vollzieht, um so auszusehen wie die anderen. Der Moksori. Dulleo? Jump da ba. Nummer 8. Landscape. Michael Evans ist das Genie hinter dem Film The Smiling Man, welches ich im vorherigen Teil schon vorgestellt habe. In dem Film geht es um einen strapazierten Schauspieler, welcher zu viel Alkohol trinkt. Nach einiger Zeit bemerkt sie ein Bild in ihrem Haus, welches sich stetig verändert. Sie glaubt, dass es ein ganz normales Gemälde ist, bis sie ein Klopfen hörte und eine Gestalt sah. Sie bemerkte dies ein zweites Mal und entschloss sich, einen Schritt näher zu gehen. Die Musik ist grandios und spielt eine zentrale Rolle für das Erschaffen der Atmosphäre des Films. Nummer 7. The Whisperer. Regie führte Donnie Donahue. Dieser Film folgt der Story einer Frau, welche Geflüster in ihr Haus hörte. Der Film zeigt Indizien, dass die Frau ein mentales Problem hat. Man merkt auch, dass sich der Creator viel Mühe gegeben hat für die visuellen Effekte. Thank you.
Nummer 6, Mama. Regie führten Andy und Barbara Musciati. Mama ist ein zweiminütiger Kurzfilm, welcher mit nur ein Take geschossen wurde. Der Film kam sogar in einer längeren Fassung heraus. Die Geschichte beginnt mit einem Mädchen, welche ihrer Schwester erzählt, dass ihre Mutter zurückgekehrt ist. Nummer 5, The Car Cam. Die Regie führte Isaac Rodriguez. In dem Kurzfilm folgen wir einem Polizisten im POV-Modus. Er wurde zu einem Haus geschickt, wo viele Vorfälle gemeldet worden sind. Die POV-Kamera zeigt uns, was in dem Haus passiert ist. Police Department, anybody in here? Show your hands! Make yourself known! Get on the ground! Get on the ground! Right now! Trinidad King 1, did you copy that? Nummer 4, Victim. Ein Film, welcher von Eddie Erickson erschaffen wurde, behandelt das Thema des Slendermans, einer der größten und bekanntesten Creepypasta-Charaktere. Der Film handelt von einem Jungen, welcher vom Slenderman verfolgt wird, nachdem er erfahren hat, dass diese Kreatur existiert. Nummer 3, Downstairs. Regie führte Lee Buxtender. In dem Kurzfilm geht es um eine Sicherheitswache, welche zu Beginn mit ein paar Amateurenschauspielern redet. Danach sieht man den Sicherheitsmann patrouillieren, bis er einen verwesenden Gestank Downstairs riecht. Er trat ein, aber er bemerkt schnell, wie furchtbar der Raum ist und entschied sich zu flüchten, welches aber nicht gelang. Ich rate euch, den 15-minütigen Film selber anzuschauen. Er hat eine packende Atmosphäre und super Dialoge. Nummer 2, Vicious. Vicious hat viele Awards gewonnen und wurde von Oliver Park gedreht. In dem Film geht es um eine Person, welche sich mit dem Tod ihrer Schwester auseinandersetzt. Ihre Schwester starb unter mysteriösen Umständen, nachdem sie behauptete, dass sie einen Geist oder Dämon sah. Der Film hat grandiose praktische und visuelle Effekte. Hier ist ein Clip des Films.
Nummer 1, Three Versos, gedreht von Antonio Rey. Three Versos ist ein 13-minütiger spanischer Film. In dem Film besuchen zwei Schwestern einen Exorzisten und erzählen dem Exorzisten, dass sie vom Geist verfolgt werden. Die Kostüme sind grandios, wie auch die Performance und die Musik. Wenn du den Twist sehen willst, musst du den ganzen Film ansehen, aber dennoch zeige ich dir einen kurzen Ausschnitt vom Film. Nos han encontrado. ¿Por qué me mataste, papá? ¡Supiste! ¡Vivimos, cadere! Verla indetestable. Te hago a quedar en esta casa. Liked, teilt und abonniert, falls euch das Video gefallen hat. Und abonniert meinen Zweitkanal. Warum sollte mein Zweitkanal abonnieren? Ganz einfach, falls mein Erstkanal gesperrt wird, also mein Hauptkanal, will ich, dass ihr auf meinen Zweitkanal alle erscheint. Weil dort werden immer Videos kommen. Also dann, ciao und wiedersehen, euer EVS2 Let's Play, also David von Bros TV. Und der Link ist unten in der Beschreibung.